Russland ist eine Wirtschaft, die eine besondere Eigenschaft hat. Das ist nämlich eine Wirtschaft, die sehr, sehr stark fokussiert ist auf eigentlich eine einzelne Branche. Und zwar ist das der ganze Bereich der Rohstoffproduktion und auch der, in Teilen der Rohstoffweiterverarbeitung. Und wenn man ein Land hat, das so eine Wirtschaftsstruktur hat, dann hat man ein Problem, und das wird mit dem Begriff des Ressourcenfluchs bezeichnet. Es ist nämlich so, dass dieser eine Sektor der Wirtschaft eigentlich alles dominiert. Ja, und dieser Sektor, der zieht das ganze Investitionskapital an, der zieht die besten Arbeitskräfte an und er sorgt dafür, dass der Wechselkurs der heimischen Währung sehr, sehr hoch ist oder relativ stabil hoch ist. Und im Umkehrschluss heißt das, die haben eigentlich alle relevanten Produkte einer modernen Volkswirtschaft gar nicht in der eigenen Produktion. Also die haben keine vernünftige Chemieindustrie, die haben keine vernünftige pharmazeutische Industrie, die haben Probleme bei der Medizintechnik, beim Maschinenbau und so weiter und so fort. All diese Güter muss Russland eigentlich importieren. Das ist so lange kein Problem, wie man Deviseneinnahmen hat, aber in dem Moment, in dem die Deviseneinnahmen wegbrechen oder in dem man Sanktionen hat, wird man eben feststellen, dass es an allen Ecken und Enden in der russischen Wirtschaft an diesen modernen Produkten fehlt. Nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen beispielsweise. Und um einfach auch mal zu zeigen, warum wir uns ein bisschen Zeit geben müssen, bis die Sanktionen wirken, will ich einfach ein Beispiel auch nennen, und zwar das Beispiel der russischen Luftfahrt. Die ist in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich komplett umgestiegen auf Airbus- und Boeing-Maschinen. Und ein Teil der Sanktionen ist es eben, dass keine Ersatzteile mehr für die von diesen Firmen Airbus und Boeing geliefert werden dürfen nach Russland. Es dürfen auch keine Wartungsleistungen mehr erbracht werden. So, und jetzt sieht man sehr schön, naja, das kann man erstmal eine Weile aushalten. Ja, die Maschinen sind ja in einem guten Zustand, die sind gewartet. Also von daher kann man an so einer Stelle eben eine ganze Weile noch weiterfliegen. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem Ersatzteile gebraucht werden, an dem eine wirkliche Wartung, vor allem auch der Triebwerke, durchgeführt werden muss. All das ist nicht mehr möglich und dann sind eigentlich diese Passagiermaschinen nicht mehr flugfähig, also sie dürften zumindest im westlichen Luftraum überhaupt nicht mehr fliegen und ist natürlich dann ein großes Risiko für ein Land, wenn es sagt, wir fliegen trotzdem weiter mit diesen Maschinen, die eben nicht mehr auf dem höchsten Sicherheitsstandard sind. Das heißt also, man sieht, da ist so eine zeitliche Komponente drin, es dauert eine Weile, bis sich diese Sanktionsmaßnahmen wirklich verfestigen und eine massive Wirkung zeigen. Eines ist klar, Russland wird durch solch ein Embargo, auch wenn die russische Regierung etwas anderes behauptet, sehr, sehr stark getroffen werden. Die Frage ist jetzt, wie stark belastet uns das im Westen selber? Und da kann man sagen, es wird den Westen belasten. Es wird vor allem in der kurzen Frist eine Belastung geben. Es gibt verschiedene Modellschätzungen, wie stark dieser Effekt ist. Die liegen irgendwo so im Bereich von 3-6% des Bruttoinlandsprodukts für Deutschland. Das ist eine durchaus heftige Rezession, die daraus folgen würde. Es würden Arbeitsplätze verloren gehen. Und insofern ist natürlich die Bundesregierung zögerlich mitzumachen bei solch einem Embargo. Das liegt eben auch daran, dass die deutsche Wirtschaft auch sehr stark angewiesen ist auf diese günstigen Energieimporte. Dass es wehtun wird, ist völlig klar. Ja, aber wie lange wird das ein Problem sein? Und hier hängt es eben ganz entscheidend davon ab, wie gut wir in der Lage sind, das russische Erdgas und Erdöl zu ersetzen durch entweder Erdöl und Erdgas aus anderen Weltregionen. Da haben wir aber das Problem, das betrifft ja alle. Das heißt also, diese Nachfrage ist ja weiterhin groß und das Angebot ist beschränkt. Das heißt, wir müssen irgendwo im Rest der Welt zusammen mit allen anderen einkaufen. Das wird teuer. Und die andere Variante ist, dass wir uns wirklich in der Produktion
loslösen können von dem Einsatz von Erdöl und Erdgas. Und das kann eben bedeuten, dass wir gewisse Dinge vielleicht auch zumindest eine Weile lang gar nicht mehr produzieren. Ein Produkt beispielsweise, was in Deutschland hergestellt wird und auf Erdgasbasis sehr stark beruht, ist Düngemittel. Und diese Düngemittelproduktion wird sich möglicherweise in der Zukunft in Deutschland nicht mehr darstellen lassen. Ja, die wird zu teuer werden. Ganz grundsätzlich denke ich aber, dass diese Substitutionsfähigkeit der deutschen Unternehmen, die eigentlich sehr innovativ sind und die sehr schnell umstellen können, hoch ist. Das heißt, diese Phase, in der wir unter einem Embargo leiden würden, wird nicht besonders lang sein. Das ist eine Situation, die kennen wir aus den 1970er Jahren. In den 1970er Jahren gab es das Phänomen der Stagflation. Und es war eine unmittelbare Folge damals der Ölkrisen, die es gegeben hat. Und da hatten wir auch einen starken Anstieg letztlich der Preise, für vor allem eben für Erdöl. Und letztlich ist es so gewesen, dass man gleichzeitig eine Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung hatte, also eine Rezession und eine Inflation. Und nimmt man die beiden Begriffe zusammen, dann ist es eben eine Stagflation. Und genauso etwas droht momentan auch. Und das ist für eine Notenbank extrem schwierig, darauf zu reagieren. Denn das typische Instrument, das die Notenbank hat, ist ja die Veränderung des Leitzinses. Und dieser Leitzins ist ein geldpolitisches Instrument. Das heißt, es wirkt vor allem auf die Inflation. Gleichzeitig ist es aber natürlich klar, wenn die Zinsen zu stark steigen, dann belastet das auch wieder die Investitionstätigkeit der Wirtschaft. Und das führt letztlich dazu, dass eigentlich die wirtschaftliche Krise dann verschärft wird. Und letztlich kann also eben tatsächlich eine Zentralbank an dieser Stelle nicht so wahnsinnig viel machen. Die zentrale Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es, die Inflation zu bekämpfen. Das würde aber wiederum dazu führen, dass wir dann eben gleichzeitig Probleme bei der wirtschaftlichen Entwicklung bekommen. Insofern wird es am Ende darauf hinauslaufen müssen, dass wir gleichzeitig eine bestimmte Maßnahmen der Fiskalpolitik haben. Also die Staaten müssen sich überlegen, wie sie darauf reagieren wollen, dass wir in eine wirtschaftliche Rezession hineingeraten. Und die Notenbank wird auf der anderen Seite eben diese Herausforderung haben, gegen die Inflation anzukämpfen. Wir sind eigentlich an dem Punkt, dass wir versuchen müssen, die Quadratur des Kreises. Und das ist extrem schwierig. Und insofern ist eigentlich die Strategie des Abwartens gar nicht so verkehrt, ja, dass man also sagt, wir lassen einen gewissen Grad an Inflation zu und versuchen gleichzeitig staatlicherseits jetzt allerdings die Angebotsbedingungen zu verbessern. Und dadurch wird dann eben auch dieses Missverhältnis von starker Nachfrage bei eingeschränktem Angebot nach und nach reduziert. Also es ist tatsächlich etwas, was Zeit braucht, was sich entwickeln muss. Und dann wird eben die Flexibilität der Unternehmen zusammen mit einer gewissen Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium dazu führen, dass Angebot und Nachfrage wieder in ein besseres Verhältnis geraten und damit dann die Inflation sinkt und idealerweise eben auch das Wachstum nach und nach wieder anspringt.